Auf meiner Visitenkarte steht Diplom-Ingenieurin Emma Wieser, MSc, Gründerin und Geschäftsführerin von Avantsmart. Wir arbeiten an der Schnittstelle von der Technologieentwicklung hin zum Kunden, zum Markt. Was wir machen ist, wir begleiten Unternehmen und Forscher dabei, aus ihren Ideen, aus ihren Technologien erfolgreiche Geschäftsmodelle zu machen. Diesen Smart Service Innovation Day können Sie sich vorstellen wie einen wirklich großen Co-Creation Workshop. Da arbeiten Menschen mit einem unterschiedlichen Hintergrund, das heißt, das sind Forscher, das sind Mitarbeiter aus Technologieunternehmen, das sind Startups, das sind Energieunternehmen dabei, auch Leute aus Gemeinden oder Nutzerinnen, die arbeiten gemeinsam an neuen Lösungen für die Energiewende. Der Smart Service Innovation Day ist ein Wettbewerb, da treten 4, 5 unterschiedliche Teams gegeneinander an. Sie werden methodisch angeleitet über einen Tag hinweg und müssen am Abend ihre Lösungen vor einer großen Jury präsentieren. Und die Gewinner werden dann auch mit dem Smart Grids Award ausgezeichnet. Bei Design Thinking geht es darum, den Nutzer und den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn wir uns bisherige Forschungsprojekte anschauen, dann sind die sehr technologiegetrieben. Also die Technologie ist Ausgangspunkt für Innovation. Und mit Design Thinking stellen wir genau diese Logik auf den Kopf. Wir stellen die Nutzerin, wir stellen die Kundin in den Mittelpunkt und ausgehend von den Wünschen, Problemen, Bedürfnissen der Kundinnen entwickeln wir neue Lösungen und neue Geschäftsmodelle. Vorteile sind in der Freiheit, die man hat, in der Selbstbestimmtheit, in der Möglichkeit, die Strategien selbst festzulegen, in der Möglichkeit, sich auszusuchen, mit wem man gemeinsam neue Ideen und Projekte vorantreibt. Für mich ist es vor allem die Möglichkeit, selbst zu gestalten. Ich habe einen sehr vielfältigen Arbeitsalltag. Aktuell verbringe ich sehr viel Zeit mit strategischen Arbeiten, mit Konzeption von neuen Projekten. Ich mag diese Arbeit sehr gerne. Einerseits entwickeln wir Ideen gemeinsam mit meinen Mitarbeitern im Team. Da geht es wiederum darum, diese Ideen wirklich auf den Boden zu bringen, in Konzepte auf Papier zu verfassen. Das ist die eine Seite, also die strategisch-konzeptive Arbeit. Andererseits arbeite ich sehr gerne mit Menschen zusammen. Ich arbeite als Workshop-Moderatorin. Ich mag auch sehr gerne den Begriff des Facilitators, weil ich eben die Teams und meine Kundinnen in die Lage versetze, selber neue Ideen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und so ein typischer Workshop-Tag beginnt dann in der Früh um 8 Uhr mit der Vorbereitung des Settings, des Raumes. Dann haben wir meist 8 Stunden sehr intensive Arbeit in den Teams, die ich methodisch anleite. Und am Ende des Tages habe ich hoffentlich zufriedene Kunden, die sagen, wow, das war echt ein tolles Erlebnis, diesen Workshop gemeinsam gemacht zu haben. Für mich war das einfach das Interesse an der Technik, an der Physik. Das Interesse daran, die Grundlagen zu verstehen. Andererseits wollte ich als Frau bewusst mir ein Studium aussuchen, wo ich weiß, das wird mich fordern. Ich wollte mir bewusst nicht ein Studium aussuchen, was leicht ist. Ich habe gewusst, technische Physik ist ein schwieriges Studium und ich wollte es bewusst machen. Ich habe vor 6 Jahren, als ich mein Unternehmen gegründet habe, damit begonnen, mich mit neuen Methoden im Innovationsmanagement zu beschäftigen. Und eine dieser Methoden ist die sogenannte Methode Business Model Innovation oder Geschäftsmodell Innovation auf Deutsch. Das ist genau eine Methode, sie fällt auch unter diese Kategorie Design Thinking, die die Nutzerin in den Mittelpunkt stellt. Und ich habe mich davor ja schon bei meiner Arbeit beim Klima- und Energiefonds mit den Themen im Energieforschungsbereich beschäftigt. Und für mich war das plötzlich so klar, wir brauchen bei diesen Technologien auch eine verstärkte Einbindung von Nutzerinnen. Und deshalb habe ich dieses Thema Geschäftsmodellinnovation begonnen, auch in die Smart Grids Community mit einzubringen. Und im Jahr 2012, 2013 war ich dann noch sehr früh dran.
Das Thema hat aber, auch wenn man aktuelle Konferenzen, Diskussionen und so weiter betrachtet, immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ich glaube, wir müssen da wirklich sehr früh beginnen. Sehr früh heißt im Kindergarten schon, in der Volksschule, in den Schulen, verstärkt die Mädchen darauf aufmerksam zu machen, dann gibt es Optionen. Ja? Also Technik, Naturwissenschaft, IT, das sind irrsinnig spannende Themen, wo sich auch Mädchen sehr gut einbringen und entwickeln können.